Die Frage Marias, liebe Schwestern und Brüder, die mitten im Evangelium steht, hat bis heute Menschen in Atem gehalten, wenn sie diesem Evangelium folgen. Und es ist ein hochgeschätzter Heiliger der Ostkirche, Gregor Palamas aus dem Mittelalter, der geradezu eine Bemerkung oder mehrere Bemerkungen dazu macht, die einen schmunzeln lassen. Wir haben das eben im Gebet der Vesper schon vernommen, dass der Erzengel ein wenig stockt. Wie kann das denn wirklich sein? Für uns ist das so selbstverständlich geworden. Naja, Gott wird halt Mensch und da wird er halt einer von uns. Aber das Erschaudern der Engel über dieses Faktum fährt uns leider nicht mehr in die Knochen, was es sollte. Wie kann das denn wirklich geschehen? Wie kann der Gott, vor dem alles erschauert, den die Engel nicht anschauen können, weil sie mit ihren Flügeln ihre Augen bedecken, weil sein Anblick sie geradezu wegfegt, wie kann der in diese gefallene Kreatur eingehen, in dieses Geschlecht, das sich von ihm abgewendet hat? Und die Bemerkung, oder vielleicht zuerst die Frage, ist das wie? So fragt Maria selber. Wie soll das geschehen? Und Gregor Palamas sagt, der Erzengel weiß keine Antwort. Deshalb nimmt er seine Ausflucht zu Gott. Es gibt keine Antwort auf das Wie. Es wird nicht beschrieben. Es bleibt ein Geheimnis Gottes. Von der Kraft des Höchsten und von Gottes Geist ist hier die Rede. Und ähnlich gilt es auch bei der unfruchtbaren Elisabeth. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Immer ist es das alleinige Wirken Gottes, in ganz besonderer Weise hier an diesem Punkt. Und es sollte sich auch unserer Neugier, ob sie nun theologisch oder biologisch ist, entziehen. Es bleibt Gottes Geheimnis, dieses Wie. Zumindest, so sagt es Gregor Palamas, und er hat recht, der Erzengel bewahrt dieses Geheimnis Gottes, denn auch er ist in dieses Geheimnis nicht eingeweiht. Es gehört nicht zu dem, was er auszurichten hat. Aber diese Antwort hat schon etwas sehr Spezielles, wenn von Gottes Geist die Rede ist, der Maria überschatten wird. Auch das ist uns natürlich allzu vertraut. Die meisten von uns hier sind gefirmt. Dann werden wir sagen, ja, das ist doch wunderbar. Da war ein Bischof da oder von mir ist ein anderer von dieser Preislage und hat die Firmung gehalten und er hat uns Gottes Geist zugesprochen, also sind auch wir vom Geist überschattet. Aber, und hier gibt es eine interessante Brücke zu Augustinus, dem man ja in der lateinischen Kirche inzwischen alles Böse unterstellt. Hier kommt dieses Verhältnis von Heiligem Geist und Sexualität ins Spiel, die ja gerade hier in diesem Evangelium nun keine Rolle spielt. Es gibt einen Punkt in der menschlichen Existenz beim Christen, wo möglicherweise Gottes Geist die Führung verliert. Es gibt ekstatische Momente in der Sexualität. Augustinus sagt es. Hier verliert der Mensch für Augenblicke seine Führung. Und das ist deshalb ein gefährlicher Moment. Ja, Gregor Palamas sagt sogar, es ist in gewisser Weise, man ist da sehr vorsichtig, weil man natürlich durchaus weiß, dass die Ehe ein Sakrament ist und auch der Vollzug der Ehe dazugehört, in gewisser Weise etwas Sündhaftes haftet dem an. Klar. Ist es so klar? Nein, natürlich für uns nicht. Das möchten wir nicht gerne hören. Aber auch David als Prophet sagt das im Psalm 51. Wir singen das jeden Morgen. Dass mit dieser Empfängnis etwas ist, das zumindest zur gefallenen Natur gehört. Die Vermehrung von Adam und Eva findet nach dem Sündenfall statt. Damit heißt das nicht, dass Fortpflanzung an sich nichts Gutes wäre. Wer wollte das bestreiten, dass es etwas Gutes wäre?
Das wissen die Väter auch. Aber dieses Moment, da der Mensch sozusagen die Führung, dieses Herrsein über sich selbst oder als Christ, dass ein anderer Herr in seinem Haus ist, nämlich Gottes Geist, einfach abgibt, und sei es für einige Sekunden, ist immer ein gefährdeter Moment. Und auch das kann niemand bestreiten, auch wenn wir das heute alles schön reden. Sexualität an sich und in Freiheit heute ausgelebt, jeder kann tun, was er will und was sie will oder was alle wollen, ist natürlich groß in Propaganda und, das vergessen wir immer dazu zu fügen als Kirche, weil wir dann immer in der Schmuddelecke stehen, ein Riesengeschäft. Da verdienen sich einige mehr als goldene Nasen. Das ist nicht nur die Nase vergoldet, sie sind von Kopf bis Fuß vergoldet. Das vergessen wir. Das ist das Erste, was wir vergessen. Das Zweite, dass wir Gottes Geist in uns Raum geben sollen. Und das ist das, was hier bei Maria geschieht. Sie wird zum einzigen Tempel Gottes, wie wir sie verehren, zum goldenen Haus, in dem nur Gott wohnt. Es gibt nichts Widerständiges an ihr, nicht etwas, was noch eine eigene Führung beansprucht. In dem gesprochenen Ja ist sie ganz. Und dieses Wort ist seither in der Welt. Wie oft sprechen wir Ave Maria, wir wiederholen diese Szene im Gebet und vergessen vielleicht, was sie bedeutet, dass sie uns immer einlädt, dass auch wir uns geben. Auch, dass Gottes Geist in jedem Augenblick unseres Lebens Herr und Führer unseres Lebens ist. Dass wir nichts aus der Hand geben, dass wir uns nicht treiben lassen, wegtreiben lassen von ihm, sondern immer wie Maria ganz hingeordnet sind auf ihn, damit er auch durch uns zur Welt kommt.